Seit wann hört man unsere Schritte? Bitte, 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 lieber Gaming-Gott, mach dieses Spiel nicht noch zu einem Horror-Adventure. Ich will mich nicht umdrehen und ein Monster hinter mir haben. Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Jetzt mag ich mich nicht mehr umdrehen, toll. Gut gemacht, Tai. Du hast jetzt das ganze Spiel verdorben. Schluchten sind böse. Das weiß ich seit Findet Nemo. Oh. Kommen wir überhaupt noch... Kann man irgendwie schnell speichern? Nein, man kann gar nicht speichern. Na dann hopp. Oh. Neuer Level. Das finde ich jetzt interessant. Liebe Esther, ich bin nun die M5-Strecke zwischen Exeter und Bristol über 21 Mal gefahren. Aber obwohl ich all die Berichte und all die Zeugenaussagen habe und sie mit Querverweisen auf einen Millimeter genau dank meines Messtischblattes versehen habe, kann ich die Stelle nicht ausfindig machen. Man würde denken, dass dort Markierungen sein würden, um irgendwie als Beweis zu dienen. Sie ist irgendwo zwischen der Abzweigung nach Sandford und den Welcome Break Services. Und obwohl ich sie immer in meinem Rückspiegel sehen kann, bin ich bislang unfähig geblieben, zu landen. Okay. Das erinnert mich auch an eine weitere Anekdote. Das hier wird so ein bisschen Tai erzählt Anekdoten, während schöne Musik läuft. Da haben wir ein weiteres Schiff. Und zwar ist meine Mutter mal in, boah, ich weiß gar nicht mehr wo, Kiel, Neumünster, irgendwo Richtung, also an der A7, nördlich von mir, also nördlich von Hamburg. Verdammt, jetzt zeigt sich der Weg ganz schön arg. Ich bleib hier kurz stehen. Irgendwo gewesen, ich weiß, es ist ein Konzert oder so, ist ja auch völlig egal. Und auf dem Rückweg war die ganze Autobahn, es war schon irgendwie nachts um 3 oder sowas, die ganze Autobahn war komplett verlassen. Nirgendwo ein Auto. Und eine Abfahrt fehlte. Auf einmal war die Uhrzeit eine ganz andere, also es war spät. Und ich habe es auch nur erzählt bekommen, also... aber zumindest so wie meine Mutter es wahrnahm, gab es einen großen Sprung in der Uhrzeit und eine Ausfahrt fehlte. Sie passierte die vorherige und die folgende, aber nicht die, die eben fehlte. Jetzt habe ich gerade irgendein Geräusch gehört. Na. Oh, ich glaube, meiner Katze geht's nicht gut. Ich mache an dieser Stelle mal eben eine kurze Aufnahmepause. Moment mal, Leute. So, Leute, ich bin wieder da. Ich weiß auch nicht, was meine Katze hatte, aber... Nun ja. Mich interessiert beides. Ich gehe oben lang. Das ist ja zumindest augenscheinlich der Weg zurück. Ich bin gespannt, wo wir dadurch hinkommen. Wie lange nehme ich eigentlich auf? Ich habe sie tatsächlich viel verloren. Da habe ich eine Uhr vor mir stehen. So viel zur Zeit, die vergeht. Hier ist ein etwas größeres Schiff. Das ist irgendwie ein... Nee, kein Tanker. Das ist ein Container. Container. Aber dann kann das nicht lange da liegen. Hm.
Ich werde aus der ganzen Chose noch nicht ganz klar. Schlau, nicht klar. Mir wird die nicht klar. Aber ich werde nicht schlau draus. So. Kommen wir denn hier auch runter oder gehen wir jetzt... Nee, scheint hier auch runter zu gehen. Aber mehr in... Nee, jetzt geht's da um die Ecke. Ah, wir haben beide Möglichkeiten. Ich begann mich zu wundern, ob Donnellys Reise hier genauso prosaisch war, wie er sie beschrieb. Wie enttäuscht er darüber gewesen sein muss, die Knochen des heiligen Mannes nicht gefunden zu haben. Kein Wunder, dass er die Bewohner so sehr hasste. Ihm schienen sie wie lästige Kerle, die unbekümmernd einem Gnadenstuhl anhafteten. Warum so fest einem Felsen anhaften? Weil es die einzige Sache ist, die uns davor bewahrt, in das Meer abzugleiten. In die Vergessenheit. Prosaisch? Was ist denn gleich prosaisch? Das war wieder dieses Radio. Der Funkturm! Er sendet Signale. Das ist es! Hier ist kein Radio. Das ist der Funkturm. Aus irgendeinem Grund sendet er uns Signale. Das hat er sogar gesagt, als wir da hinter diesem Felsen waren, in der Sackgasse mit dem Auto. Da hat er gesagt, dass der Funkturm irgendwie ihm... Ach, keine Ahnung. Und die Map scheint echt ganz schön groß zu sein. Da hinten hinter dem Schiff geht es noch weiter. Also ich glaube, wir kommen echt bis zum Funkturm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar unser Ziel ist. Wir haben noch diese Höhlen, davon bewegen wir uns jetzt fern. Ich frage mich jetzt echt, sind das so optionale Wege? Also kann man da lang bis zum Ende, hier lang bis zum Ende? Oder treffen wir letztendlich noch auf alles? Obgleich am Kreis oder Backtracking. Was ist hier? Ach so, wieder nur ein Stein. Steine gibt es hier echt viele. Diese Insel liegt doch, glaube ich, vor Schottland. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe, ob aus dem ersten Brief oder aus irgendeinem Review. Aber diese Insel liegt meines Erachtens vor Schottland. Es ist heller geworden. Oder täusche ich mich? Hier leckt das jetzt ganz schön. Knatschen gefällt mir nicht. Aber meine... Hier muss irgendwie ganz schön was geladen werden. Meine Framerate geht teilweise auf 30 oder sogar 18 runter. Obwohl sie sonst die ganze Zeit permanent auf 60 ist. Bitte lass hier nur nichts irgendwie aus der Ecke rausspringen. Da bin ich nicht so für. Ich bin immer noch skeptisch wegen der Wege, die man gehen kann. Ob das ja auch ein Weg ist, der so weitergeht? Ich glaube nicht. Ich glaube, da drüben ist Schluss beim Boot. Da ist der Felsen, an dem wir stehen blieben. Also wir kommen immer... Da muss ein Loch im Boden des Bootes sein. Wie sonst hätten neue Einsiedler ankommen können? Diese Zeichnung hier. Das ist der Funkturm. Loch im Boden, Einsiedler. Sind damit... ich wollte gerade Schwarzfahrer sagen. Blinde Passagiere vielleicht gemeint? Loch im Boden. Ich kann mir das alles noch nicht ganz zusammenreimen.
Das sage ich lieber gar nicht mehr dazu, weil das ist irgendwie klar. Selbst wenn es eigentlich nicht so ist, ist es klar, dass es bei mir so ist. Ich muss mir mal beim Schneiden alle Texte rausschneiden. Oder rausschreiben, besser gesagt. Und dann zusammensetzen und mal ein paar Leuten rumzeigen, die auch etwas Interpretationsvermögen haben. Ich hatte Nierensteine und du besuchtest mich im Krankenhaus. Nach der Operation, als ich immer noch zur Hälfte in die Narkose versunken war, verschwammen deine Silhouette und deine Stimme. Nun sind meine Steine zu einer Insel geworden und sind entkommen. Und du wurdest undurchsichtig gemacht durch den Wagen eines Betrunkenen. Wagen eines Betrunkenen ist für dich jetzt zu deuten, dass sie tot ist, aber undurchsichtig gemacht? Heißt das nicht, dass sie sich durch diesen zumindest suggerierten Unfall erst manifestierte? Aber das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das muss wieder irgendeine Metapher sein. Undurchsichtig gemacht, undurchsichtig, undurchsichtig. Loch. Loch. Will runter? Eigentlich nicht. Ich würde eigentlich davor wegrennen, aber ich traue dem Spiel einfach mal nicht zu. Oder ich hoffe einfach mal, dass dieses Spiel mich nicht erschrecken will. Was für ein Leichenhaus liegt am Fuß dieses Abgrunds? Wie viele tote Hirten könnten dieses Loch füllen? Gute Frage. Ich will es nicht herausfinden, bitte. Dieses Geräusch mag ich nicht. Ein Haus. Das ist jetzt so ein typisches schottisches. Ich habe mit dem Erklimmen des windstillen Abhangs auf der Westseite begonnen. Die untergehende Sonne war ein entzündetes Auge, das sich zudrückte gegen das Licht, das von den Ärzten einstrahlte. Mein Nacken schmerzt vom ununterbrochenen Recken meines Halses, um das Licht der Antenne zu verfolgen. Ich muss nach unten schauen, dem Pfad unter der Insel nach einem neuen Anfang folgen. Also irgendwie scheint dieser Patch die Audiospuren zu vernichten. Hin und wieder sind die abgehackt oder laggen. Böse Musik, ganz böse Musik. Die Hütte wurde ursprünglich Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet. Um die Zeit wurde das Schafehüten zu einem Beruf formalisiert. Der erste gewöhnliche Hirte war ein Mann namens Jacobson, aus einer Abstammung wandernder Skandinavier. Er war unter Festlandbewohnern nicht als ein Mann der Fortpflanzung angesehen. Er kam hier jeden Sommer her, während er die Hütte, letztlich in der Hoffnung, dass er sich als Mann mit Eigentum eine Frau und damit eine Erblinie sichern würde. Donnelly verzeichnet, dass es nicht geklappt hat. Er fing eine Krankheit von seinen unzufriedenen Ziegen ein und starb 2 Jahre, nachdem er sie vollendet hatte. Für ihn schnitt ebenfalls niemand weiße Linien in die Klippe. Das sind ja jetzt so richtige Hintergrundinfos. Haben die mit irgendwas zu tun? Gibt es überhaupt eine Geschichte? Das ist eine Frage, die sich mir seit Anfang an gestellt hat. 3 Geier bei der Arbeitsdämmerung gesehen. Die landeten nicht. Dieses Haus, aus Stein errichtet, von einem längst toten Hirten erbaut. Darin, meine Campingliege, ein Herd, ein Tisch, Stühle, meine Kleidung, meine Bücher. Die Höhlen, die den Bauch dieser Insel durchstreichen, den sie ausgehungert zurücklassen. Meine Gliedmaßen und mein Bauch, ausgehungert. Diese Haut, diese Organe, dieses nachlassende Augenlicht. Wenn die Batterie in meiner Taschenlampe ausgeht, werde ich in die Höhlen hinabsteigen und nur der phosphoreszierenden Heimat folgen. Okay.